Hallo und willkommen zu einem neuen Coaching-Video. Heute schauen wir uns erstmal ein Replay an und im nächsten Teil gehen wir dann auch wieder ins aktive Coaching über. Und unser Trainee heute ist The Hitman. Guten Tag. Hallo. So, er ist bei 1300 Elo im 1 gegen 1 um den Dreh. Und das hier war, glaube ich, ein Ranglistenspiel, nicht mal, was wir jetzt gerade angucken, ne? Ja. Alles klar, genau. Ja, und ich zähle mal runter, dann können wir das Replay starten, ne? 3, 2, 1, los. So. Wir hatten am Anfang schon mal ganz kurz gesprochen. Also die Strategie und das Volk spielt es jetzt in letzter Zeit quasi gerne. Aber hast du, also Drush FC mit Franken ist hier quasi das Thema. Hast du denn mit denen auch die klassischen Scout Rush oder Ritter Rush direkt auch mal ein bisschen probiert? Ja, habe ich auch schon probiert, aber auf dem Elo-Bereich finde ich, Scout Rush kommt zu spät meistens. Okay. Welchen hast du da gespielt? Wie viel Population hast du das immer gespielt? 21. 21, okay, ja. Dann gucken wir mal. Also, Scouting läuft schon mal gut. Du benutzt nicht so viele Wegpunkte, das ist gut. Also mit dem Scout, damit du den aktiv benutzt. Die Schafe mit Wegpunkten ist völlig okay. Das sieht alles gut aus. Die Karte, also bist du quasi schon in das Spiel reingegangen mit dem Vorhaben, Drush FC zu spielen, oder hast du es mehr so im Hinterkopf, falls die Karte sich ergibt, dass du das dann machst? Nee, das ist eigentlich die Standardbild. Okay, oder okay. Ja. Ich mach mal Gefechtsnebel jetzt hier aus zum Beispiel, da kann man auch sehen, beziehungsweise von dem, was du gescoutet hast, kann man es auch schon ableiten, dass die Karte sich auf jeden Fall für die Strategie auch eignet, weil die halt einfach zu verteidigen ist. Du hast, das Einzige, was ein bisschen potenziell schwierig wäre, wäre halt das Gold, das so ein bisschen vorne ist, aber das kann man wegmauern und das machst du ja dann auch. Ja. Bären sind da zur Seite. Du hast es anders gebaut, als ich es machen würde, aber das machen wir dann, wenn du anfängst zu mauern. Das Wichtige beim Drush FC ist ja, dass man auch wirklich zugemauert sein muss, damit der gegnerische Feudal Rush einen eben nicht zu stark erwischt. Deshalb sollte man dann immer schon anfangen zu überlegen. Also die offensichtlichen Mauern, die sind natürlich ganz rechts da, vom Wald zum Kartenrand und vorne zwischen den beiden Wäldern und dem Stein quasi, ne? Das sind die ja. Auf der rechten Seite. Auf der linken Seite hast du jetzt schon auch einiges gescoutet. Da würde ich aber, jetzt gehst du gerade zum Gegner, aber wenn du Drush FC spielst, würde ich da nochmal ein bisschen scouten unten links, damit du genau weißt, wo da was ist. So da eventuell noch ein bisschen besser mauern kannst. Aber ansonsten, das Scouting sieht sehr gut aus. Und ja, jetzt holst du dein Wildschwein rein. Das Ganze ist ein klassischer Drush, also du spielst nicht den in Anführungsstrichen modernen Pre-Mill Rush, wo man vor der Mühle direkt was macht. Ne? Das ist natürlich auch ein bisschen schwieriger und ein bisschen fehleranfälliger, von daher ist auf jeden Fall nicht schlimm. Mit Franken kann man aber tatsächlich diesen Pre-Mill Rush auch echt gut spielen, weil die ja von den Bären so lange, so schneller nehmen. Aber ist jetzt wie gesagt alles auch Geschmackssache. So. Jetzt brauchst du, glaube ich, genau. Jetzt fängst du schon an der. Genau. Könntest du mal kurz anhalten? Ja. Du brauchst jetzt deine beiden Häuser hier schon als Teil der Mauer, ne? Das ist auch absolut richtig. Aber dadurch, dass. Also erstmal, auch von dem, was du gescoutet hast, sind die nicht wirklich gut platziert, weil die nicht wirklich zu einer Mauer beitragen. Also nicht so richtig. Die werden bis. Also. Das eine Haus, das du schon gebaut hast, wenn das quasi da quer stünde, wo der Dorf, wo der gerade steht, um zu bauen, sage ich mal. Es ist nichts Großes, aber eher zwischen die zwei Wälder, oder? So hast du, genau, also mehr, genau, das ist eigentlich das, warum habe ich das so kompliziert gesagt, genau, zwischen die beiden Wälder eigentlich, wäre ein bisschen offensichtlicher gewesen, weil wenn wir jetzt mal ein Gefechtsnebel ausschalten, sehen wir ja, klar, du müsstest dann quasi von dem Wald links noch zum Kartenrand mauern, aber so wie du jetzt anfängst zu mauern, ist es schwierig, deine Bären mit reinzukriegen, ne? Die sind dann Teil der Mauer, was gegen Bogenschützen schlecht ist, obwohl das ja auch bei dem Gold potenziell Gefahr wäre, aber man muss ja immer abwägen, weil beim Mauern Schnelligkeit, also wie schnell kann ich es abmauern und wie gut mauere ich ab, wie viel kann ich mir damit sichern. Und in dem Fall, wenn du das frühzeitig machst und dich darauf einstellst, dass du das maust, kannst du das, glaube ich, zukriegen. Auf der rechten Seite und vorne, das hast du ja auch alles richtig erkannt, das würde ich auch so machen. Aber was war denn genau dein Plan, das abzumauern? Ich kann jetzt schon mal, ich habe es ja schon gesehen, dass es nicht 100% geklappt hat mit dem Mauern. Jetzt einfach, weil der Gegner einfach zu schnell war. Aber wie hättest du das jetzt gemauert von da? Na, ich hätte das ganz zum Kartenrand runter. Okay, also quasi so vor den Bären her,
Zum Kartenrand runter. Ja. Okay. Ja, das hätte dann von der Bauzeit, glaube ich, sich nicht viel gegeben, wenn du den Wald mit eingeschlossen hättest. Aber mehr Laufzeit natürlich. Ja, also von der Bauzeit hätte sich wäre es gleich gewesen, denke ich mal. Aber ja, ich würde immer versuchen, so ein bisschen die Wälder mit einzuschließen. Ja, aber ein Riesenfehler ist es jetzt auch nicht. Ich wollte nur mal die Aufmerksamkeit darauf lenken. Ja. Gut, ich würde dann weitermachen. Bist du bereit? Ja. 3, 2, 1, los. Im Gegner bist du auch schon. Er hat eine bessere Map als du. Das ist, also an seiner Stelle kann man echt wirklich brillant Drush FC spielen mit drei ziemlich klaren Mauern. Aber das hat er ja nicht gemacht. So, du holst das zweite Wildschwein rein. Hast auch das richtig natürlich das an der Front zuerst geholt. So, jetzt du holst zuerst das Gold und dann baust du die Kaserne, wie es aussieht. Also es ist nicht unbedingt falsch, aber ich mach's immer andersrum. Ja, das ist aber auch alles gut. Ja, das ist auch noch ein zweiter Punkt, der mit was anderem zusammenläuft. Aber wenn es bei dir hinhaut, also die Kaserne, die steht dann ungefähr zum gleichen Zeitpunkt, das ist wirklich einfach Geschmackssache, glaube ich. Ich baue bei Drush tatsächlich nur ein Haus erstmal und nicht zwei. Und dann baue ich, dann schicke ich den nächsten Dorfwohner los, sobald ich das nächste Haus brauche. Direkt nachdem das Haus fertig ist, kann er die Kaserne bauen, dann float das so ein bisschen besser. Kannst du das kurz mal nochmal anhalten? Also von der Build-Order ist das wie gesagt einfach nur Geschmackssache, das finde ich okay. Was ich als Tipp geben kann, also was ich vom Experimentieren auch so ein bisschen rausgefunden habe, man sollte auf jeden Fall zwei Dorfwohner zum Mauern haben. Und ich finde es leichter, sich das zu merken, indem man feste Dorfwohner in der Build-Order dafür hat. Und dann mache ich das machst zum einen, was du auch machst, du benutzt jetzt halt den Dorfwohner, der die Kaserne baut, der baut dann hier an der Front quasi diese Mauer in dem Bogen. Genau. Ja. Und was ich, aber du brauchst für Drush FC eigentlich, außer deine Karte ist wirklich wie Black Forest, so dass du wirklich sofort zu bist, brauchst du eigentlich einen zweiten auf jeden Fall. Und damit nehme ich einfach den Goldsammler. Also sobald du das Gold abgeliefert hast, kannst du den an andere Stelle schicken, wo der andere Bauarbeiter halt nicht ist und dann schon mal anfangen. Also ich hätte den jetzt an seiner Stelle, wenn er das Gold eingesammelt hat, nochmal nach links geschickt und versucht da die Karte zuzumachen. Damit du. Also du musst halt bedenken, die meisten Foldar-Rushes sind so zwischen 9 und 10, ja, vielleicht sogar, wenn man es mal später sagt, so 11 Minuten kommen die irgendwann an. Also so um die 10., 11. Minute rum solltest du entweder schon komplett abgemauert sein oder halt im Begriff sein, das in der nächsten Zeit fertigzustellen. Sonst wird's halt, kann es halt gefährlich werden. Deshalb würde ich da immer zwei halt zum Mauern nehmen, einfach so als zur Sicherheit. Und wenn deine Karte halt ein bisschen länger zum Mauern dauert, kannst du auch einen dritten dazu nehmen und dann machst du halt ein bisschen mehr Dorfbewohner, bevor du in die Verdreizeit gehst. Hauptsache, du bist zugemauert, sonst kannst du halt brenzlig werden. Jo. Ja, gut. Dann würden wir weitermachen. 3, 2, 1, los. Gegner hast du. Ja, genau, das war jetzt irgendwie ein bisschen unglücklich. Eigentlich hast du bis dahin auch einen guten Laufweg. Mit dem Scout, ja, aber dann bist du genau reingelaufen. Der TT steht weiter unten. Ja, ja. Mit IP und so. Das passiert leider immer wieder mal. Ist bei dem Drush natürlich auch ein bisschen unglücklich, weil der Scout ja auch einen guten Teil da spielen kann. Aber du weißt, wo sein Holz ist, wo seine Beeren sind. Also du hast ja Angriffsziele, von daher ist es jetzt nicht ein Weltuntergang. Ja. Du hast 4 auf Beeren, ist mit Franken sammelt also man natürlich schneller. Ist also quasi 5 schon. Ich mache bei Drush FC auch gerne einen 5. und später einen 6. auf Bären, aber bei Franken muss man das auf jeden Fall nicht machen. Aber du hast es sogar, okay, ich nehme alles zurück. Ja. So, jetzt siehst du da den Scout, ich weiß nicht, den kann man, hast du es auf den Außenwinkeln vielleicht noch gesehen. Ich kann jetzt schon mal für die Zuschauer vorausnehmen, du rettest deinen Dorfwohner gleich in einer spektakulären Last-Minute-Aktion. mein TC. Genau, genau, und kommt irgendwie mit einem Lebenspunkt noch an. Also wenn man, der war jetzt nur kurzzeitig zu sehen, das ist ja nicht gegeben, dass du das unbedingt im Spiel auch so direkt wahrgenommen hast. Aber man kann auch schon mal früher dann den Webstuhl machen, gerade als der Dorfwohner vorne, das ist jetzt nicht einer, der unbedingt super weit weg ist, also das ist bei dem wäre es nicht notwendig. Aber wenn du jetzt an der linken Seite auch schon mauern würdest, dann wäre der Dorfwohner ja ein bisschen weit weg von zu Hause, da kann man auch schon mal früher den Webstuhl reinschieben, aber das ist halt nur, wenn du wirklich so weit weg mauerst. Ja. So. Das hast du dann aktiv gesehen, hast erst gedacht wahrscheinlich, ach nee, der hat doch mal kämpft ja von alleine zurück, ja Quatsch, ja nicht, dass er Gegner hatte ich nicht blocken können, er hat es aber versucht, ne, ja, er hat versucht. Versucht dann, ja. Ja, aber er hat davon erlebt. Und dann machst du auch genau richtig, schickst den auf ein Feld und nimmst einfach einen anderen Bauarbeiter, genau das musst du machen.
Ja, mir gefällt auch der Laufweg von deinem Drush, sodass der Gegner halt von bestenfalls gar nichts mitbekommt, bevor der in der Basis steht. Das ist auf jeden Fall genau richtig. Ich weiß jetzt aber nicht mehr, ob der da sich noch wieder rauswieselt. Ich glaube schon, ne? Ja. Obwohl, ja, die eine Dorfburg dann. Kriegst du, wie es aussieht. Natürlich sehr gut. Dann ist der andere leider ein bisschen rausgeflutscht, aber also der Drush hat sich jetzt schon bezahlt gemacht. Du lenkst ihn super viel ab, du hast den Dorfwohner gekillt, das ist auf jeden Fall top. Hast den Webstuhl geholt, 27 Dorfwohner gemacht. Geht mit Frank auf jeden Fall, ja, mit diesem Bärenbonus, das macht echt mega viel aus. Aber ja, zu dem Zeitpunkt, also das merkst du dann, er schmerzt sich auch selber, brauchst du deutlich mehr Mauern. Also ja, hast, dann war's vorbei. Ja, ja, und da kommt jetzt, in dem Fall konnten wir es leider nicht scouten. Och, ich weiß gar nicht, wo steht seine Kaserne eigentlich. Ja, dann bei seinen Bären. Dass er hier Man at Arms spielt. Ist natürlich ein bisschen unglücklich dann jetzt. Und irgendwie hast du auch Felder gebaut, die jetzt nicht belegt sind. Ich weiß nicht, ob du einfach nur mehr Holz schnell reinholen wolltest oder ob das war, weil du gerade woanders beschäftigt warst. Wahrscheinlich letzteres, ne? Ja. Den Krieg wollen. Ja. So, du hast echt viele Lebenspunkte von den Dorfwohnern genommen. Der Drush hat sich echt gelohnt. Und jetzt hast du auch seinen Schwertkämpfer eingefangen. Kriegt er den Dorfwohner? Kriegt er nicht, okay, sehr gut. Viele von den Dorfwohnern leben wirklich so eine ganz hart an der Grenze. So, aber jetzt müsstest du halt nicht irgendwann mal die Situation mit deinen Feldern so ein bisschen in Ordnung bringen. Ich glaube, das machst du jetzt auch genau, ja, jetzt kommt's. Hast dann das genau richtig gemacht, dass du diese Quick Walls gemacht hast, nur da hast du dann wieder vergessen, die Dorfwohner in die Arbeit zu schicken. Kann in der Panik natürlich mal passieren, aber wenn man dann sieht, 5, 6 Dorfwohner untätig, musst du da ab und zu mal schon drauf achten, nämlich. So, jetzt ist natürlich die Situation, du hast nicht zugemauert bekommen und hast nicht genug Holz. Den Markt baust du wahrscheinlich normalerweise nicht, ne? Der ist wahrscheinlich zu Ausgleich. Ja, den nicht. Genau, da das ist zum Ausgleich gedacht. Der Stall und die Schmiede. Genau. Das ist zum Ausgleich gedacht, weil du nicht genug Holz hast. Er klopft dir die ganze Zeit nur an die Tür, von daher ist es erstmal nicht so schlimm. Also mir gefällt auf jeden Fall, wie du das, die Verteidigung hier noch gemacht hast mit den kleinen Mauern. Funktioniert ja auch ziemlich gut, wie wir hier sehen. Und der jetzt hast du. Ja, nee, das war wahrscheinlich versehen. Du hast kurz kein Dorfwunder gemacht. Wahrscheinlich hast du kurz überlegt, ob das schon klappt jetzt, aber. Ist nicht. Und dann machst du jetzt die Schmiede. Ja, gut, die kostet weniger Holz. Ja, das macht schon Sinn. Ja. Sneaky noch den Dorfwunder hochgeschickt, um zuzumachen. Das gefällt mir auch ganz gut. Na, ja, jetzt ist wieder ein bisschen Leerlauf, aber ich glaube, du hast auch gleich die Schmiede fertig. Also hast also quasi die Situation noch so weit es ging gerettet hier. Das ist eigentlich alles okay. Die Palisaden am Gold hättest du natürlich ein bisschen löschen müssen, weil wie die jetzt dahin laufen, das ist ein bisschen seltsam. Das ist umständlich, ja. Ja. Oh, das ist ein Overchop hier. Ah, genau, super. Gut, Reflexe. Ja, hast aus der schwierigen Situation eigentlich noch alles rausgeholt. Hast keinen Dorfbewohner verloren, soweit ich gesehen habe. Und bist dem Gegner auch voraus, was das angeht jetzt? Du hast ja bei ihm einen getötet oder zwei sogar, ich weiß es gar nicht mehr. Er sieht eher nach einem aus. So, jetzt macht dein Gegner natürlich das genau Richtige. Er baut dir an einer einzigen Woodline einen Turm. Genau, und dann geht's. Den kannst du, genau, und dann wird es langsam schwierig. Das ist auch ein bisschen, jetzt beißt sich das halt wieder ein bisschen, dass du, das mit den Mauern so spät gemacht hast, weil du jetzt keine Optionen hast im Prinzip. Der zweite Wald, den hättest du halt, also der vor deinem Gold ist, den du jetzt auch dann gleich nimmst, den hättest du nehmen können, wenn deine Häuser anders stehen würden. Ja, die waren dann komplett geblockt. Genau, und es gibt eigentlich kein Holzfällerlager, das dich nicht blockiert. Ich glaube, egal was du machst, ist es immer ein bisschen fies, aber jetzt hast du, ich glaube, du hast einfach irgendwas jetzt hingestellt, das sehen wir dann gleich. Aber also an sich ist es an der Stelle noch nicht irgendwie komplettes Chaos. Du reagierst immer noch ruhig auf alles. Ich glaube, du hast jetzt diesen einen Dorfbewohner von einem Turm verloren, aber ich bin nicht mehr ganz sicher. Ja, doch, hast ja, du hast. Ja. Hat er jetzt endlich mehr Arms gemacht? Ich glaube schon, ne? Weil du hast einen getötet und die sind noch drei auf dem Weg. Ja, aber an sich ist das keine Situation, aus der du jetzt nicht rauskommst. Du kannst jetzt mit ein, zwei Rittern ne, theoretisch auch alles aufräumen. Mit dem Ritter könntest du natürlich auch den Turm abreißen, den hat er nicht ummauern, ne? Ich weiß gar nicht mehr, was. Ich glaube, du versuchst den Gegenangriff direkt. Oder nee, versuchst den zweiten Turm zu verhindern, sowas, glaube ich. Schauen wir jetzt nochmal. Ja.
Naja, die Häuser sind auch schlecht. Ja, das, das hast du dann aber auch gemerkt, sehr gut. Ja. Aber kommt ihr da trotzdem durch, ne? Ja, also jetzt, das Problem ist halt, ich glaube, du hast auch irgendwo einen Sammelpunkt vielleicht noch, ne? Also irgendwie ein paar Dorfbewohner laufen immer wieder in die Reichweite von diesem ersten Turm. Und hier, den zweiten Turm kannst du nicht verhindern, aber ich hätte es halt dann sagen können, okay, dann gehe ich halt wieder ans erste Holz und reiß der Turm einfach ab. Das schon machen können. Spannend, ob jetzt hier die Dorfbewohner am Holz. Der zweite Turm ist sogar noch besser als der erste, das hat er auch schlau gemacht. Aber du verlierst keine Dorfbewohner, das ist schon mal gut. Aber er kommt halt an dein Gold und an dein Holz jetzt dran, das ist fies. Also du musst halt mit den, du kannst, glaube ich, an der Stelle nicht in die Offensive gehen eigentlich, weil du hast kein Holz. Du musst einen dieser beiden Türme abreißen, der eine Turm ist frei, zum gewissen Grad. Oh, und der Schwertkämpfer sogar noch drin. Da habe ich dann immer gewusst, was sie. Ja, was also die Kreation ist. Jetzt ist einfach alles komplettes Chaos hier gerade. Ja, ich dachte mir schon, ich bin jetzt eh schon hinten, jetzt muss ich nach vorne. Ja, der Gedanke ist nicht unbedingt schlecht, aber du hast halt wirklich. Also, ich finde es gut, dass du jetzt links an dieses Holz gehst. Das ist auch etwas, das er nicht unbedingt direkt mitbekommt. An den Schwert. Ich glaube, den Schwertkämpfer jetzt wenigstens tot. Ja, der steht doch mitten in der Meute. Genau. Hat er eigentlich. Der hat dann kein Reichweiten-Upgrade gemacht. Trotzdem kommt er immer wieder an das Gold dran. Echt ein bisschen unglücklich. So, jetzt bist du mit den Rittern vorne. Machst es auch richtig, dass du die Palisade und nicht das Haus nimmst, aber er kann das natürlich gegenmauern. In der Situation kannst du auch versuchen, einfach an mehreren Stellen gleichzeitig anzugreifen. Dann kommst du vielleicht nicht unbedingt rein, aber du kannst ihn mehr ablenken und er muss mehr Arbeiterzeit aufwenden. Also, ich weiß nicht, ich schalte nochmal auf ganze Sicht. Ja, er ist überall gemauert, aber viel davon sind natürlich nur Palisaden und ein Ritter ist relativ schnell durch eine Palisade. Also wenn du an drei Stellen potenziell oder zwei Stellen drauf hackst, dann kannst du ein bisschen mehr unter Druck setzen. Jetzt fängst du auch an, die rechte Seite zuzumauern, genau. Ich sehe das leider nicht 100%. Bei dem zweiten Turm, den er gebaut hat, hat er die Palisade eingerissen, um da rauszukommen. Ich bin mir nicht sicher, ob man da dran kommt, ehrlich gesagt. Aber ich glaube, ein Ritter könnte einfach ein Stück der Palisade einreißen. Ah, du kriegst den Dorfbewohner, das ist auch sehr gut. Eins davon einreißen und dann den Turm angreifen. Ich glaube, das würde hinkommen. Du hast auch plus eins Defensive drauf. Glaub. Also wenn du nicht, gerade wenn du halt nicht reinkommst bei ihm, kannst du ihre Teil halt auch in der Defensive ein bisschen benutzen, denke ich mal. Aber auch unglücklich, dass du diesen zweiten Dorf wohl nicht mehr gefunden hast, der baut ja noch einen Turm, ne? Ja, ja. Ich hab gedacht, er hat bloß einen nach vorne geschickt. Ja, ja, ja. Und das war dann unglücklich, dann baut er da unten bei meinem anderen Holz auch noch einen. Ja. Also ich würde es als Fehler ansehen, dass du die Türme quasi so stehen gelassen hast einfach, obwohl du die Möglichkeit gehabt hättest. Ja. Zweite Dorfzentrum fährt mir aber gut, weil du da nochmal mehr Gold dazu holst. Auf jeden Fall eine gute Sache. Kannst du mal kurz anhalten? Ja. Ich spiele hier gegen einen Berber und du hast bei ihm an der Front, wo du angegriffen hast, gesehen, dass er zwei Ställe spielt. Das heißt, spätestens an der Stelle muss der bewusst sein, dass er jetzt gleich entweder Ritter spielt, aber oder wahrscheinlicher eben Kamele spielt und dich damit quasi kontert. Und zwei Stelle heißt, dass er mehr Produktion haben wird als du. Also ab der Stelle ungefähr, wo dir das bewusst wird, dass er hier zwei Stelle hat und auch wahrscheinlich auch eine aggressive Variante dann spielt, da du ja auch schneller als er in der Ritterzeit warst, musst du dich ein bisschen überlegen, wie du das verteidigen willst oder wie du da mittelfristig rangehen willst. Ich weiß, dass du jetzt innerhalb des Spiels natürlich dann irgendwann schon Konterschritte eingeleitet hast, aber vielleicht kannst du es ein bisschen früher machen. Also ab dem Zeitpunkt ungefähr weißt du, ja, was zu erwarten ist. Und du kannst eigentlich schon in Sekunde 1 spielst, wenn du siehst, dass du gegen den Berber spielst, weißt du, es wird darauf hinauslaufen, dass er irgendwann Kamele gegen dich macht. Das muss. Aber das ist dir, denke ich mal, schon bewusst gewesen, ne? Ja, war mir bewusst, dass das auf Dauer nicht so erhalten wird. Ja, was war denn so ungefähr dein Plan? Wolltest du eher die wirtschaftliche Variante mit dem Boom jetzt hier versuchen? Weil du ja schneller warst. Ja, ich wollte jetzt eigentlich noch reinschauen, dass ich noch Schaden mache. Mhm. Weil ich denke, wenn ich reinkomme, dann kann ich das Spiel noch mit drehen, aber so. Ja, also hinten bist du nicht unbedingt, ne? Du hast ja, genau, ist relativ ausgeglichen. Ne, genau, wenn ich jetzt Schaden, ich habe gedacht, ich finde jetzt noch irgendwo Schaden. Mhm. In seiner Eco, aber das war dann. Ja. Hat gut dahinter gewollt. Genau, hat er gemacht. Gut, dann schauen wir uns das mal an. Also, ich bin wieder bereit. 3, 2, eins, los.
deiner Front greifst du ihn nur an einem Haus an, aber jetzt, ja, jetzt hast du es gesehen, das war wahrscheinlich der Autoangriff einfach nur. So, Ritterproduktion läuft weiter, nach wie vor nur das eine Upgrade. Aber wenn du jetzt gegen Kamele spielst, dann bringt dir das an Upgrades auch nicht mehr so viel. Höchstens das zweite Defensiv-Upgrade, aber schauen wir mal. Ja, wenn du, also gerade, ich wiederhole mich jetzt so ein bisschen, aber gerade wenn du halt nicht durchkommst, dann kannst du die Ritter, solltest du die auf jeden Fall benutzen, um das mal aufzuräumen zu Hause. Er hat jetzt halt Befiederung so gemacht und schießt sich immer noch am Gold ab und zu an, das ist schon, es tut schon so ein bisschen weh bei dir. Und du hast auch echt viel auf Gold dafür, dass du nicht ganz so viel Ritter produzierst. Da kannst du, auch wenn du das merkst, dass du halt quasi eine Ressource überschüssig hast, entweder deinen Markt benutzen, den du ja schon hast, oder welche von Gold auch abziehen, ne? Und vielleicht mal Felder bauen oder so. So, an der rechten Seite kommst du jetzt durch. Er hat plus 1 und plus 1 Upgrades. Hat auch schon Kamel. Und der angesprochene Sneaky Turm von ihm an der linken Seite, aber das ist nicht so schlimm. Solange du quasi in Überzahl bist und noch fleißig Upgrades machst, kannst du natürlich noch eine Anzahl von Kamelen besiegen, aber es ist auch im Fall richtig, dass du jetzt hier rausgehst, weil du nicht weißt, wie viel er dahinter haben könnte und er hat die Produktion auch in seiner Basis. Und es kann natürlich auch sein, dass er schon Mönche hat, das siehst du jetzt von hier nicht. Und bei dir kommt genau die richtige Entscheidung jetzt hier, genau, schon das Kloster. Den Turm hast du wahrscheinlich nicht ganz aktiv wahrgenommen, ne? Nee, dabei woanders. Kannst halt auch einfach mit Dorfbrunnen dann draufgehen, ne? Ja, muss ich an der Stelle dann schon Pikiniere bauen, oder? Ja, ich finde das Kloster gut. Ich glaube nicht, dass es, also ich hätte ein bisschen früher kommen können. Auf jeden Fall. Ist nicht, aber müssen nicht unbedingt Pikiniere sein. Ich glaube, du kannst schon mit Rittern und genug Mönchen dagegen spielen. Das ist dann, es wird schwierig, wenn er auch viele Mönche hat und das so ein Vololo-Festival wird, dann kann es ein bisschen schwierig werden. Aber kannst damit auf jeden Fall anfangen, weil du dann nicht unbedingt Upgrades noch brauchst. Den Turm kaufst du dir jetzt aber, das ist gut. Und du, egal, jetzt kommt noch was, was ich überhaupt nicht verstanden habe. Jetzt baust du unten an deinem Stein ein Dorfzentrum. Oder noch nicht jetzt, aber es kommt auf jeden Fall. Warum da unten? Ah gut, es kommt noch nicht, aber wir können es vielleicht schon mal besprechen. Na, ich habe sonst keinen anderen Punkt gefunden, wo ich es setzen kann, weil oben steht auch der Tower. Mhm. Den weißt du wahrscheinlich dann. Ja. Gesagt, ja, der aufbauen. Muss halt weg sein, genau. Genau, aber willst du eigentlich dann oft immer irgendwo am Holz auch haben? Oder, genau. Ja, also nur ein Stein mitten in der Pampa am Kartenrand finde ich echt nicht so geil. ja, aber daran ist es jetzt auch nicht gescheitert. Also jetzt, ich glaube eher, der Knackpunkt kommt jetzt hier und ich würde es noch nicht mal unbedingt deine Schulden nennen, weil was jetzt passiert ist, dass die Ritter, dass du versuchst zurückzurennen und die Ritter einfach hängen bleiben irgendwie und nicht wissen, was jetzt, hä, hallo, wo wollen wir lang? Und dann werden sie einfach weggeschnetzelt. Und ich glaube, da hast du unfassbar viele Lebenspunkte und auch drei Ritter verloren. Das tut schon echt weh. Und jetzt kriegst du auch keine Bekehrung leider. Also nicht direkt. Ich glaube, ja, jetzt hast du eine. Ja, den Kampf darfst du, also musst mit den Rittern weglaufen. Du kannst hier nicht weiterkämpfen. Aber das, die bleiben natürlich teilweise weiterhin hängen. Also das Pathfinding tut dir hier absolut gar keinen Gefallen. Aber dadurch verlierst du jetzt halt die gesamte Armee an der Stelle. Und Kors ist dann auch gleich. Hier kommt das GG. Ich glaube nicht, dass du schon verloren hast, ehrlich gesagt. Dem kann es nicht. Du musst nicht. Wie sage ich das mal? Also von den Informationen, die du vom Gegner hast, weißt du nicht, ob er ein TC oder mehrere spielt. Ne? Also da will ich dir jetzt nicht den Vorwurf machen, dass du nicht weißt, dass du 10 Dorfbewohner vorne bist. Aber du kannst schon noch ein bisschen weiterspielen, glaube ich. Aber vielleicht war es auch, ich weiß nicht, vielleicht hat er auch ein bisschen Frustration reingespielt, weil du den Kampf durch das Pathfinding so hart verloren hast. Wie war das? Ich glaube an der Stelle auch nicht mehr gewusst, wie ich aus der Sache wieder rauskommen soll. Der hat dann recht viel Kamele und Ritter. Mhm. Okay. Mönche habe ich dann auch keine mehr gehabt, das war dann. Ja. Ich hätte wahrscheinlich dann viel ein- und ausquartieren müssen. Auf jeden Fall, ja. Kannst du auf jeden Fall noch missen, aber ich glaube, ja, ich glaube. Ja, die hätte quasi diese Verteidigungsmove, der hätte es ein bisschen früher einfach einleiten müssen, weil es sehr offensichtlich war, dass die Kamele ein Problem werden könnten. Wenn du das mit den Pikinieren machen willst, dann kannst du auch weitere Kasernen hinzufügen, aber da hast du auch ein bisschen ein Holzproblem, das sich so ein bisschen hier durchzieht. Da ist vielleicht das dritte Dorfzentrum auch ein bisschen verfrüht. War da auch ein bisschen der Gedankengang, dass du eine defensive Burg willst, oder war das einfach, du hast gesagt, gut, Stein baue ich mal einen TC dran?
Nee, mein Gedanke war eigentlich immer, dass sie wahrscheinlich Dorfbewohner technisch hinter ihnen sein muss eigentlich, weil ich eigentlich bloß den einen Wilhelm mit meinem Draht killen konnte. Ich habe Okay. dann auch nicht gerechnet, dass er oder dass ich so weit vorne bin mit Ah, wildtechnisch. verstehe, verstehe. Okay, ich gucke nochmal auf seine Zeit. Genau, der war erst bei 24 Minuten in der Ritterzeit. Du warst fast 7 Minuten vor ihm da. Das heißt, du kannst schon davon ausgehen, dass du hast ja auch ein zweites Dorfzentrum gebaut, dass du da schon vorne bist. Aber dass du so krass vorne bist, also das heißt krass, aber dass du halt über 10 Dorfbewohner vorne bist, liegt halt daran, dass er selber auf einem TC geblieben ist. Was aus seiner Perspektive, glaube ich, auch die richtige Entscheidung ist, besonders weil du halt noch relativ offen bist. Ja, ich glaube, das Fazit aus dem Spiel ist, dass du das mit den Mauern beim Rush FC auf jeden Fall stärker priorisieren musst und dass du die Türme auf jeden Fall entfernen musst, damit du die Kontrolle über deine Karte wieder so ein bisschen zurückgewinnst. Und im Falle des Matchups halt Berber gegen Franken, dass du so ein bisschen vorausschauender vorher planst, also dass du, sobald du die zwei Ställe siehst, kannst du eigentlich schon so die ersten Schritte einleiten, vielleicht dann schon das Kloster bauen oder deine Basis abmauern, also eine andere Alternative zu diesem offensiven Spiel, was du jetzt mal versucht hast, also hast du ja versucht, Wirtschaftsschaden zu machen, wäre halt deine Basis abzumauern und dann defensiv zu spielen. Kamele sind jetzt nicht so die krasse offensive Power. Hintermauern kannst du auch mehr konvertieren natürlich, also wenn du dich dann einfach ein bisschen zurückhältst. Das wäre noch eine Option gewesen, aber das sind jetzt alles, sag ich mal, andere Herangehensweise. Es ist nicht falsch, was du gemacht hast, dass du offensiv spielen wolltest, aber das wäre auch eine Option. Hättest du zu dem Spiel und was da so gelaufen ist, noch eine Frage oder eine Anmerkung? Ja, wenn er jetzt zum Beispiel kein Tower Rush spielen würde, sondern Archer, muss ich dann meine Bildschirr, muss ich dann eine Schießanlage bauen und Skirms bauen oder kann ich dann weiter Fast Castle? Also Weil ich kannst glaube, wenn er, ja, red weil weiter. wenn er jetzt auf Archer geht, dann bin ich glaube ich sofort tot in Fight Archer. Das nicht unbedingt. Also der Vorteil von Tower Rush ist, dass du die nicht ausbilden musst und kein Gebäude dafür bauen musst. Du läufst einfach hin, baust das Ding und das war's, ne? Bei Bogenschützen, die wären, gerade wenn er Man-at-Arms Opening halt gespielt hat und er auf jeden Fall nur eine Range machen könnte, also wirklich gut durchziehen könnte, dann wären die so bei 13, 14 Minuten wahrscheinlich erst in seiner Base. Der Turm stand, ich weiß nicht, wann er stand, aber er stand bestimmt früher. Ich kann auch mal, ja, ich glaube nicht, dass ich nochmal schnell Durchlauf jetzt durchgucken will, aber Bogenschützen, also wenn die Bogenschützen ankommen, dann hast du so 2, 3 Minuten Zeit, in denen du überleben musst und dann kannst du einen Ritter ausbilden und alle töten im Prinzip. Oder alle zwei Ritter müssten in der Regel reichen. Vor allem, wenn du hast ja auch sofort dein Defensiv-Upgrade gemacht, also bist du gegen Bogenschützen doch noch mal eine Runde besser. Ich glaube, der Tower Rush ist schon gefährlicher als die Bogenschützen eigentlich. Aber Okay. in beiden Fällen sollten dir die Mauern eigentlich die Zeit kaufen, die du brauchst. Genau. Ja. Das ist der Hauptpunkt. Kannst du das mit dem Plankton, kann man es aber auch machen. Wenn er wirklich super schnell irgendwie mit Bogenschützen da ist, vielleicht auch noch sehr weit vorne seine Schießanlage gebaut hat, irgendwie in der Mitte der Karte oder sonst was, dann kannst du das vielleicht in Betracht ziehen, aber gerade als Franke kannst du mit den Rittern auch ohne Upgrades, weil die halt so viele Lebenspunkte haben, schon echt noch ein bisschen was reißen. Jetzt in dem Fall, ich weiß, also mit dem Bogenschützen hätte er zum Beispiel die zweite Woodline dir nicht denyen können, glaube ich. Oder? Ja, doch, da wo deine Häuser stehen. Ja, sag, okay, wenn deine Häuser ein bisschen anders platziert wären und dieses Holzwehrlager dadurch nicht ganz so zugemauert wäre, dann wäre, glaube ich, dieser Wald gegen Bogenschützen schon zu verteidigen gewesen, aber gegen den Turm halt nicht, weil der mehr Reichweite hat. Aber die rechte Woodline hättest du auf jeden Fall auch gegen Bogenschützen verloren, das stimmt schon. Okay. Ja, also ich glaube, das mit den Mauern ist einfach so eine Angelegenheit, wo du früher dran denken musst und das ein bisschen schneller durchziehen musst, wenn du diese Strategie spielen willst. Aber ja, ich glaube, das kann man relativ schnell lernen, wenn du einfach dir, wie ja, mich am Anfang, also mein Tipp, wie gesagt, einfach quasi feste Dorfbewohner dafür zu haben, den Golddorfbewohner und den Kasernendorfbewohner und dann sollte das, glaube ich, ganz gut hinkommen. Würdest du noch, also ich habe nur an einer Stelle eigentlich wirklich gesehen, dass du Dorfbewohner Produktionsschwierigkeiten hattest oder es nicht gemacht hast. Und ich vermute, dass es Absicht war, als du noch nicht ganz auf dem Weg in die Ritterzeit warst und quasi noch ein bisschen was fehlte, so 100, 200 Stück. Da hast du wahrscheinlich absichtlich nichts gemacht, oder? Ja, genau, normal 2 Wills und dann Ritterzeit. Ja, Und habe das ich mir ging dann nicht gedacht. so ganz auf.
Ja, ansonsten aus, von der Produktion her sah das eigentlich ganz gut aus. Du hattest halt natürlich enorme Holzprobleme, weil er das halt gut gespielt hat. Da waren weniger Felder da und ab und zu, also diese untätigen Dorfbewohner, die du da ein bisschen zu lange hast, da vielleicht auch nochmal drauf achten. Hast du einen Hotkey für untätige Dorfbewohner? Ja. Okay. Ja, ich habe mir noch so einen Mod installiert, wo der Button mit dem untätigen Dorfbewohner ganz groß und rot ist. Den haben ganz viele Spieler mittlerweile. Da achte ich dann ein bisschen mehr drauf und sehe das ein bisschen besser. Aber ja, das hätte dir ein bisschen früher auffallen müssen, dass es so viel nicht gearbeitet hat. Aber ansonsten, glaube ich, vom Makro her war das nicht unbedingt verkehrt alles. Ja, wir würden dann jetzt diesen Teil quasi abschließen und in Teil 2 dieses Coachings spielen wir noch gegen einen anderen Spieler und versuchen dann, was wir hier besprochen haben, mal umzusetzen und schauen, wie das dann so läuft. Also, ich sag mal, bis in Teil 2.